Ja, hallo zusammen. Ich bin's Pascal von Gallusbrick und heute habe ich den Hidden Side Fischkutter mitgebracht. Und zwar habe ich dem ein Update verpasst und dazu gleich mehr. Ja, und hier bin ich wieder mit meinem Fischkutter und dem alten Anglerladen 21310 aus meiner privaten Sammlung. Und dazu wollte ich immer ein authentisches Schiff bauen und da ist uns Lego ein bisschen entgegengekommen mit der Hidden Side Serie. Und zwar mit dem Schwimmkutter. Und den wollte ich umbauen und ein bisschen erweitern zu einem richtigen Fischtrailer. Und dazu habe ich unten das ganze Schiff 6 Noppen länger gemacht. Das ist jetzt hier noch ein bisschen in Dunkelgrau gehalten, weil ich gerade kein Dunkelblau zur Hand hatte. Und obendrauf habe ich hier diese 2 Segelmasten drauf gemacht. Die waren in den 90er Jahren in den Piratensets und den Insulanersets mit diesen Stoffsägen verbaut. Und darüber hinweg habe ich eine Schnur gezogen, um das Ganze zur Geltung zu bringen. Und mit Technik-Bricks und diesen Scharnierarmen habe ich hier den Ausleger, wo man verstellen kann, mit den Netzen ausgebaut. Die Netze sind die, die ja aus der City-Serie von den Netzwerfern, aus der Adventure- und der Polizeihubschrauber kennt. Und da drin hat es jetzt natürlich ganz viele Krabben. Ist ja logisch, er war auch erst gerade auf hoher See. Ja, und die obere Kabine, die habe ich um 2 Noppen zurückgesetzt und habe hier hinten mit den Bögen und diesen runden 2x2 Steinen habe ich die ganze Kabine geschlossen. Habe hier ein paar coole Scheinwerfer angehängt, hier hinten die Kiste versetzt und der Motor und eine Ankeranlage angebaut, weil hier hinten dran ist ja immer dieses Hidden Side Drehkreuz oder Drehding, um da das Augmented Reality Spiel mit den verschiedenen Farben verändern zu können. Aber das Ganze, das brauche ich nicht, weil ich gar kein Fan davon bin und deswegen habe ich das so umgebaut, dass man das quasi hier zum Anglerladen dazustellen kann. Das war's von meinem Fischkutter-Update von Hidden Side. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei mir bei Gallusbrick. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.